Hallo, heute ist Welttag der Armen. Papst Franziskus hat diesen Tag vor 4 Jahren eingeführt, um uns allen in Erinnerung zu rufen, dass wir in besonderer Weise in den Armen Christus begegnen können. Das Motto heuer heißt, streck ihnen deine Hand entgegen. Aber damit wir das tun können, brauchen wir nicht reicher sein wie die anderen, aber eines brauchen wir, wir müssen sie kennen. So lautet für mich eine wichtige Frage, habe ich eigentlich auch unter den Armen einen Freund? Oder möchte ich mir lieber diese Realität der Armut vom Halse halten, aber damit auch die Chance, in ihnen Christus zu begegnen? Im heutigen Evangelium von den Talenten, wo der Gutsherr seinen Dienern großzügig Talente austeilt, merken wir, dass wir wirklich viel haben, womit wir handeln können. Wir haben Begabungen, wir haben Fähigkeiten, wir haben eine Familie, wohnen in einem guten Land, wir haben soziale Rückhalt. Aber was das Wichtigste ist, das im Ganzen, ist das Vertrauen. Das Vertrauen wirkt das Wunder. Schauen Sie nur in den Nachrichten. Kaum hört man, Biden wird gewinnen oder kaum ist da ein neuer Impfstoff, da steigen die Kurse an den Börsen. Vertrauen wirkt Wunder. Und nicht nur in der Wirtschaft. Jedes Kind, das gut heranwächst, Eltern hat, wo es sich wohlfühlt, wird dann mit beiden Beinen im Leben stehen. Und es ist im Gleichnis das Vertrauen und der Mut zum Wagnis, dass sie dann erleben können oder was ihnen ermöglicht, dass sie Freude haben mit dem, was Gott ihnen anvertraut hat, zu wirtschaften und sie merken, sie können die Welt gestalten. Sie haben Freude daran, mit dem was zu tun. Und so wünsche ich dir und mir, dass wir uns genau das erhalten, nämlich unsere Befähigungen entdecken und uns den Mut erhalten, etwas zu wagen, das Vertrauen uns erhalten in dieser komischen Welt, wo jetzt in dieser Zeit so viele Sachen passieren mit der Pandemie und mit allem, dass wir uns das Vertrauen erhalten, ich kann diese Welt mit dem, was ich habe, mitgestalten, zum Besseren, zur Freude meines Herrn. Diese Freude wünsche ich dir heute an diesem Wochenende und ganz besonders auch in der neuen Woche. Alles Gute.